So, Kinder. Machst du falsch hier? Franz, der macht gar nicht machen. Falls ihr. Wo sind wir denn? Ach, hier sind wir Geisterraum. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Du bist so leicht unter Druck, das erwarte ich heute einiges von dir. Ich auch von dir. Ich hab zwei Drohnen. Ich glaube, hier brauchen wir gar keinen Strom, ne? Ich mach mal die Fahrt hier über mit. Ich wollte eigentlich in den Keller gehen und dann die Garage aussperren. Ich hab noch eine Drohne. Ja, dann snack ich hier am Fenster, ich brauche ein paar Infos, ne? Also Camps oder irgendwie. Ja, ich kann mal ein bisschen was machen. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts bei mir rein. Also die Kamera an der Garage ist kaputt. Aber die kommen auch. Oh, die könnten sogar bei mir kommen. Ah, der eine wollte sogar in die Garage. Aber hier kommt keiner. Ist Glass auf dem Tower? Fenster ist auf jeden Fall offen. Ja, Glass habe ich. Nice. Ja. Nein. Von wo? Bei der Geisel ist einer. Geisel. Ah, der ist in Stefans Ecke. Hab ihn down. Franzi, wenn du da unten, der ist genau da in der Ecke, du könntest ihn abschießen, wenn du da einfach runterschießt. Ja, ne, Erik hat ihn. Einer droht. Ah, der ist hier in diesem Raum, wie heißt der Raum? Büro. Ist die weggefahren? Einer hängt am Fenster. Okay, ja, ich will auf ihn. Chill. Geh wieder weg. Sauber. Na, der hat sich einfach ganz schön abgeseilt. Hab ihn nicht getroffen. Muss ich ihn halt messern. Ja, hier schlägt irgendjemand was auf. Weiß, es könnte unten gewesen sein. Ne, war nicht unten. Wegen Küche. Ah, das ist Billardzimmer, Billardzimmer. Hab ihn. Op 4 eliminated. Mission successful. Ist stark! Na, damit rechnet auch nicht unbedingt sofort jeder. Ich war das, ich. Und Daniel. Du bist da mal reingegangen so, mit Schild, zack. Also die Aktion von... Sauber? Also oben, Arbeitszimmer oder Kinderzimmer. Oder die Geisel-Snack-Aktion, Jäger ist unten im Keller. Ja, Arbeitszimmer. Die Geisel-Snack-Aktion, die war schon geil, aber Stefan, Daniels Aktion, die war eiskalt. Das ist einfach in die Geisel reinlegen. Und dass das auch noch geklappt hat. Haben sie die gekillt, die Geisel dann? Ja, der war verzweifelt, der wusste nicht, was der machen soll, und dann hat er sich einfach in die Geisel reingelegt und haben die Geisel geholt. Ja, zu Not, wenn du 1 gegen 4 bist oder so. Hat er vorher noch 2 Souveränen geholt, also so war es ja nicht. Ja. Oben, Schlafzimmer ist schon offen. Ach, Diva, erinnert mich auch bitte bei der nächsten Angriffrunde daran, dass ich Sprengladungen bei Termite reintun soll. Bitte? Jetzt keine Granaten.
Ja, weil da ich mit Viva immer laufe, er hat ja Blendgranaten und dann und er hat keine Sprengladung, dann ist das besser. Ja, das war halt gestern das Problem. Wir hatten, Dani hatte halt auch Flash dabei, ich hatte Flash, Erik hatte Flash und nur Stefan hatte auch Flash und nur Stefan, Franzl hatte normale Sprengladungen. Das war halt ein bisschen blöd, deshalb hat Erik jetzt Sprengladungen dabei. Nee, erinnere mich dran, dass das. Achso, musst du, ach, hast du noch gar nicht gemacht. Einer ist Kinderzimmer. Also Stefan? Erik, da waren zwei, ne? Jo. Ist er wieder rausgelaufen? Einen habe ich. Nice. Ich glaube, ich gerade irgendjemand ein Zimmer auf das Fenster aufgeschlagen. Bin jetzt ja, im Kinderzimmer. Ich komm jetzt gleich. Ja, hab einen angefragt. Nochmal angefragt. Ich glaube, das waren sogar zwei verschiedene. Schlafzimmer kann ich versuchen zu übernehmen. Oh shit, C4. Hauptschlaf, also das große Schlafzimmer oder was? Shit. Ja, hab das war auch einer, den ich angefragt hatte. Ja. Ich glaube, ich hatte aber zwei angefragt. Schlafzimmer hast du, Passi, sagst du? Einer ist hier einer ist im Kleiderschrank, der hat mir gerade hier eine Kamera hingeworfen. Ja, noch einer im Badezimmer. Ah, dann kommt hier genau dann die Fotze. Valkyrie ist im Kinderzimmer. Der hat noch halbes Leben, weniger als halbes Leben. Schlafzimmer war übrigens nicht da und Passi, danke, ne, für die Info. Doch, hab ich. Ich hab ein Schlafzimmer geholt. Kein Scherz jetzt. Ja. Da war noch Bandit hinterm Schrank. So, ich sehe in der einen Kamera nur die Standardecke, da ist keiner. Ich sehe die Geisel, aber die Tür ist offen, also da könnte einer sofort reingehen, falls ihr die Geisel snackst. Also Bandit ist auf jeden Fall im Schlafzimmer. Da in der Ecke ist keiner? In der Standardecke ist keiner, da liegt eine Leiche nur. Keine Ahnung, ob woanders noch einer ist. Eine knappe Minute. Ah, da ganz hinten rechts gesehen. Durch, hast du einen gesehen? Ja, gut, hab ihn gesehen. Ja. Ich sehe, kannst du natürlich nicht noch vorfahren. So, der Ecke ist immer noch gerein. Der ist raus. Jetzt, da ist er. Der ist im Flur, genau. Sauber, das ist down. Nein, er wird down. Oh. Okay. Hat er dich im Laufen? Ja. Ah, ich habe ja gewartet. Ja, das ist sehr wichtig auf Wüstenmaps, Wüstentarnungen und auf Waldmaps, Waldtarnungen zu haben. Dann sehen dich die Gegner weniger schnell. Ja, eben. Verstehst du, Viva? Verstehst du? Ja, COD4. Ja, weil das reflektiert, weißt du? Boah, ich mach den Kleiderschrank, das weiß jeder, Mann. Aber sehr nett, dass du mir eine Bank hier setzt. Ich spüre mich dir sehr verbunden. Dann macht er das nicht. Eiskalt, ne? Eiskalt ist der. Dann wird er dich verstecken. Eine super, super Lachs-Taktik von letztens nochmal für funktioniert. Wer bleibt im Defensiv jetzt bei Rang dann auch? Ich. Okay.
Ich komme noch defensiv, ne? Ludok da vermutlich auch, oder? Ich habe gerade nur nicht verstanden, dass ihr beim Angriff so defensiv wart. Ich war auf einmal drinnen im Raum. Kinder mit mir, bei mir da. Ich weiß nicht, wen ich geholt habe, kann ich euch nicht sagen. Das ist auf jeden Fall irgendwo Glass. Na, muss halt sagen, wenn du schnell rein willst, dann werf mal Blend vor und dann geht's da rein. Nur halt muss man halt weil hing zu zweit am Kinderzimmer, also Viva und andere Seite war Franz und ich bin halt drin übers Fenster. Und dann, ja, waren so schnell schon wieder weg. Also Glass ist noch da, oder ist es Buck? Der schießt gerade seine Munition leer. Nee, das ist Glass. Ich auf dem Tower. Buck hat leicht anderen Sound. Lichtverhältnisse. So ein Lachs. Oh, die hat gedroht. Gut. Gut. Hier ist am Fenster. Nee, hörst du das? Ja. Checke Keller. Die sind da, wo wir am Anfang waren. Ja, er hat Geschoss. Küche. Ah, der folgt mir, der versucht mich abzuknallen. Pass auf, da liegen zwei Störer, Stefan, oder so. Ja, kannst den Schrank aufschießen, stimmt. Kann auch einer mit einer Handgranate machen, also. Haben wir ja nicht. Oh, okay. Passt du wieder auf vor Sprayern? Grafikbug. Ich glaube, Achso, das wirst du passen. Ah, ich wollte entdeckt, diesmal noch Cam. Kamera habe ich geholt. Nice. Lukas, komm unten zu dir jetzt hin. Jo, der Raum hier ist auch clean. Hier ist aber eine Dingstür, ich komme hier nicht weiter. Ja, kam aus der Haupttür raus. Nein, Franz, ja, ich hab, Lukas, ich hab. Ja, okay. Lukas, ich hab. Ja. Wo? Der ist vor der Küche. Bei der Feldtür sitzt da. Hab ihn nur angefragt. Sauber. Ich wollte jetzt einfach nur die Geise wegsnacken, aber es ist mir aufgefallen, dass das ein Holztisch ist. Ich hab ihn aufgenommen.
Wow. Oh, kurz vor knapp, kurz vor Geiselmord. Ja, ich bin warm. Man. Ich bin warm. Jo, von mir ist schon warm. Ja. Gut. Ja. Stefan, dein Einsatz bitte. Ah, er ist im... Ich kann das auch mehr als einmal hören. Das, dieser Autosound einfach nur, das ist das Geilste. Kriegt deine Tochter das Spielzeug eigentlich nochmal zurück oder ist das jetzt deins? Das liegt hier die ganze Zeit rum. Die hat so viel Zeug, die weiß aber gar nicht, was sie zuerst spielen soll. Wenn die dann mal damit spielt und du dann am Zocken bist. Nein! Ich brauch das jetzt! ihr habt's doch auf dem Handy. Kannst du andere abspielen. Habt ihr eigentlich schon das Team gefunden? Nee, wir haben gerade einen Spack, glaube ich. Hier so einen Rumspack am Spacken. Und wieder Erik. Nein! Soll ich mal suchen? Jo. Ist es dran? Mhm. Jetzt kann er noch was lernen, der Gladbacher Hooligan. Ja. Guck, wenn ich suche, läuft das. Ich weiß nicht, was mit der Schluss ist. Ich seh doch eigentlich alle Cottbus-Fans. Cottbus-Fans, Alter. Vierte Liga. Hätte sie jetzt gesagt, RB Leipzig, dann wärst du ganz schnell rausgeflogen. Stark. Oder Hertha. Hertha BSC. Union. Tomilat. So. Ja, der eine ist Ausweg war. 08. 1. Hier auf der Map ist jetzt aber mal gucken, ne? Ja, war bis jetzt nicht so unsere Glücksmap, ne? Ja. Die habe ich aber gefühlt schon 100 die... Jahre nicht mehr gespielt. Aber die Gegner sind schlecht, das ist ja gut. Hat ja. Einer die Gegner ausgecheckt? Ich habe die gar nicht ausgecheckt. Ja, der eine ist ganz gut. Also ich gehe mit. Pass ihn mit. Ja, und also dann, auch wenn ich mal wieder... Jetzt kommt Stefan wieder. Das habt ihr so oft gesagt und dann haben wir auf die Fresse bekommen. Ganz stark. Ach, Stefan füßt jetzt alle weg. Ganz locker. Logisch. Gestern wollte ich auch dich noch zitieren. Da ist nämlich Viva in Mamesdale auf einmal vorgerannt und hat sich wegknallen lassen. Bei Verteidigung. Wann das denn? Dann. Och, ich weiß nicht, auf irgendeiner Map oder irgendwas von den drei Runden war das. Ne? Es geht mir nur aus der Tür rausgucken. Das ist total dumm bei Verteidigung. Warum machst du das? Ja, ach, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Hier von Basis, ne? Ja, ich glaube. Ja, aber da dachte ich halt, dass beide da hinten wären. Ein ehemaliger Arbeitskollege hat mal gesagt, ich bin scheiße. Lese sei clean. Ich fahr Küche. Küche ist sauber. Bahn, okay. Bahn. Ja, ich glaube Bahn sind die. Bahn. In der Bahn, ich hab das entdeckt. Ja, ich hab's gesehen. Hey, oben steht, ich hab's gesehen. Hey, ja, da steht nicht Black Flex, da steht sehr Viva. Haben die hier eigentlich auch zwei Bahnhöfe? Ne, die haben zwar nicht, die haben nicht zwei Hauptbahnhöfe wie hier in Gladbach. Ja, eins für die Huren, zweite für... Egal, komm. Was, denn einer in München und der andere in Gladbach oder was? Verstehst du? Nein, den verstehe ich nicht. Könntest du den bitte erklären? Nein. Wie gehen wir vor? Wie war wir über Vordach? Ja, können wir machen. Gehen wir 1 zu 1 höher, Passi? Dann kann ich wegen 4 oder so.
Achso, ja, können wir machen. Ja. Dann lass uns aber oben nicht die Falltür gehen. Oh. Ich check mal oben das Fenster, wie war? Jo. Irgendwann haben wir uns aufgeschlagen, wie war das? Hier scheint es mal clean. Fenster sind auch noch clean. Oh, C4. War nicht clean, Passi. Ja. Ich hab da auch nur so grob hingeguckt. Okay. Ich fahr mal schnell mit der Drohne rein, Erik. Das war Mute, der lag da irgendwo hinter der Raum. Also die Tür zum eigentlichen Raum ist offen und hier ist keiner drin eigentlich. Schneller Zugriff oder what? Ich komme aber nicht sehr. Ich glaube, hier ganz rechts in der Ecke sitzt einer. Also, wenn man reinkommt, ich glaube, da habe ich einen Laser gesehen. Ja, da sitzt einer. Also, wenn man hier durch die Doppeltür ganz rechts reingehen würde, quasi. Weil dann den könnte ich ja mit der Ladung snacken, ja. Falls er sich nicht. Also, falls. Ja, ein Fenster, bei uns. Ah, gut. Sauber. So, war Glück. Aber trotzdem sauberes Glück. Einer ist oben, das ist Mute, ja. Ich geh nochmal ganz schnell. Also einer kann runterkommen, Erik, das andere Fenster bei dir nehmen quasi. Also du könntest glaube ich reingehen. Ja, wobei, Vorsicht, jetzt kommt einer vor. Einer kommt vor. Frost kommt. Ne, die ist wieder in ihre eine Ecke gegangen. Ich glaube, du könntest reingehen. Oh nein, Falle. Frostmatte. Ah, scheiße. Die kommt. Hab sie, hab. Nein! Ja. Ah, Mute hast du, okay, ist gut. Ah, ich wurde entdeckt. Oh Gott, ich bin einen Raum weiter, ja. Ne? Franz, Kaminraum ist aktuell noch clean, so wie ich das hier sehe. Einer ist jetzt da, du kriegst die, kriegst die. Zwei sind da. Sauber. Ja, noch ein zweiter da, der kommt jetzt gucken. Der ist beim Tisch. Also kann ich einfach reingehen? An der Tischkante. Ja, Smoke ist im Kaminraum. Der schießt dich hier rein. Ah, ne, der ist zum Camp. Ah, der Kaminraum kann man ja auch safen. Ja, scheiße. So, da ist eine Frostfalle, hab ich. Hey, Lukas, komm runter zu dir, dann haben wir das wenigstens zwei. Hab ihn. Ja, okay. Ja. Sauber. Sehr schön. Ich glaube, wenn ich den nicht geholt hätte, hätte Franz den jetzt geholt. Nice, super gut. Ich brauch viele Informationen, ne? Also offensiv jetzt. Ja. Mal kurz. Also letztes Mal waren wir bei Lesesaal eigentlich ziemlich fertig gemacht. Gehen wir trotzdem Lesesaal. Ja komm, das Schwester als erstes. Wir müssen halt aufpassen, dass die nicht wieder alle die komplette Wand oben aufmachen. Ja, geh ich hoch. Ja, wir haben keinen Mute, Jungs. Ach, das ist ja geil. Ja. Ach so, oh. Was ist da denn los? Na, ich bin gewohnt, dass du das nimmst, Erik. Ja, ich bin gewohnt, dass Stefan das nimmt. Daniel nimmt immer die Loot. Ich meinte Daniel. Ja, Daniel schon. Ja, super. Ja, gut. Sorry, meine Schuld. Welche Wände sollten wir denn dann... Welche Wände wären am besten hinter euch da? Hier, wo ich sowieso schon bin? Also, da beim... Ja... Eigentlich ja egal. Ah, hier ist eine Drohne. Ja, ich hab auch schon. Hab ich? Ich geh mit hoch. 5 seconds left. Ah, ich chill oben. Mach ich die Tür jetzt zu. Ich mach Kameras. Erik, sag's mir, wenn hier irgendwas abgeht. Jo. Die Flusskamera ist schon down. Ja, dann könnte es sein, dass die über die Tür hier bei mir kommen, da wo Stefan ist. Ja. Franz, pass auf, die machen jetzt. Pass auf, Franz, die könnten oben am Fenster gehen, dann kriegen die dich da. Der die andere Kamera kaputt gemacht hat, ist irgendwo im Museum, draußen am Fenster. Ist irgendwo eine Kamera gewesen, also ich muss das schon wechseln. Das ist schon immer so. Du kannst von der anderen Seite gehen, dann sieht man dich da. Switch Drohne bei uns rein, Erik. Oh, Bahnmuseum. Hab's ja. Bahnmuseum, was schon das letzte Drohne.
Hier geht jetzt die Post ab, Viva. Ja. Muss Positionswechsel machen, die Drohne hat mich gesehen. Ja, ich chille, also falls sich da so dumm ist, einer sich zeigt, dann krieg ich den. Ach, fuck. Sauber. Ich hab hier gerade was zu hören. Sag's mir, wenn einer reinkommt, ne? Sledge war bei Viva sozusagen im Gang, hinter Viva. Ach, scheiße. Ich kann ja nur ich sauber passieren. Ja, sorry. Hat irgendjemand geschossen? Mhm, mit Schalldämpfer. Ich höre hier was bei mir irgendwo laufen. Falltür. Hab Blackbeard. Termite oben, hab ihn. Tür bei mir. Hab ihn. Ich bin noch außerhalb, sag mir die Tür an dann, ne? Ich bin noch außerhalb, ich kann nicht umlaufen. Blackbeards scheiß Leiche ist da am rumzappeln, das nervt voll. Pass auf, Erik, die eine Tür hier hinten ist offen. Ja, ich lieg auf dem Boden, also von daher, das Schild. Ja, bei mir ist der. Sauber. Ja, super. Ist einfach mal aus dem 3-0 gemacht, ne? Ja. Also 3 gegen 5 waren 3 gegen kein. Also ich muss da auch ganz ehrlich sagen. Bei den Temperaturen ist Zocken echt gut. Die Kamerakommunikation war gerade echt. War sehr gut, ja. Nice. Wassernachschub. Mein Scan. Das Y-Teil, meine ich. Ein Y-Lachs. Naja, gestern erst. Zwar nicht verloren, aber fast verspielt. Lesesaal und Küche Eisenbahn clean. Sind clean. Dann oben. Ich hab Küchenstörer, irgendwas Störer habe ich. Ah, ich hab, dann hör ich von ganz oben die Störer. Sprach. Pass auf, Oma ein Fenster, der genau, hat da gerade 4 Kill gemacht. Das heißt, der wird das nochmal probieren. Die werden auch bestimmt, also eben haben sie auch schon probiert zu umlaufen, als wir, Erik und ich da am Vordach waren. Ja, also erstmal chillen und oben an das Glasfenster warten. Ich würde mit Termite über die Falltür gehen, um hinten aufzusprengen. Oder... Der Puls läuft, glaube ich, auf jeden Fall rum. Der ist mir eben mit gefolgt, als ich mit der Drohne geflohen bin. Also, oben am Fenster ein bisschen Randtam machen, ja. Aber nicht von C4 snacken lassen. Ja, ich schieße die Fenster mal auf, vielleicht versucht jemand zum Laufen. Ich mach oben auch mal ein bisschen Ramtam-Tam. Ich bin weit genug weg, denke ich mal. Und wo ist das C4? Wo ist das? Ja, da versucht schon einer zum Laufen. Hab ihn. Sehr nice. Wo ist der scheiß C4 hier oben jetzt hin? Und auf den hier will keiner mich necken. So einfach geht das manchmal, wenn man geht. Warte. Einfach nur liest. Wie ein offenes Buch. So, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Okay, nee. Ja, wir könnten hier hochgehen, Viva, wo du den Umlauftypen gesnackt hast. Ja, dann lass mich nochmal vordrohen. Am Fenster. Oh, der eine Typ ist rausgegangen. Oh, bei mir leckt's.
Ah, jetzt geht's wieder. Dein Ping ist cool. Also Tür zur Eisenbahn ist offen, muss er aufpassen, Erik. Aber oben ist jetzt gleich Stefan und da ist die Tür zu. Also wenn Stefan oben... Na gut, Digga. Naja, ich weiß nicht, alleine brauche ich dann nicht runtergehen. Ja gut, Erik, ja, ich komm. Erik, du kannst reingehen. Ja. Ja. Wo bist du denn überhaupt? Oben ist die Tür zu. Okay, Erik, rück jetzt nach. Dann mach hier auf, oder? Ja. Dann lass die Tür nochmal zu, Stefan, dann haben wir das als Back. Brauchst du Fetcher? Nein. Nee. Dann geht ihr beiden hier vor, ich geh nochmal andere Treppe hoch. Ich hoffe, offensiv ist jetzt keiner mehr. Da liegt einer. Hier rechts liegt einer. Ich bin im Fenster. Oh, scheiße, sorry. Oh, oben ist auch noch einer, habe ich. Mann! Jetzt hab ich dich nochmal angeschossen, was ist das? Hier vorne ist direkt einer hinter dieser Bar. Das war super schlecht. Hinter dieser Theke. Einer läuft euch, einer kommt zur Holztür. Hab ihn. Sauber, Hossi. Ah, da kommt einer durchs Loch! Hab sie. Da ist noch einer. Jäger. Ich geh jetzt hier hinten ans Fenster. Jäger ist bei mir, der versucht mich. Ja, ich hab ihn mega angefragt. Er hat noch kaum Leben. Hab ihn. Ja. Sehr schön. Sauber. Boah, bei mir ist voll drüber gezogen. Ja, also eben sah es nicht so aus, als ob ich drüber gezogen habe. Komm, jetzt hören wir uns die Runde auch noch. Bahnmuseum? Ja. Ach, ich bin ja den Mute. Oder wer werten jetzt Mute? Ja, jetzt hab ich Mute. Stefan macht Mute. Ach du Jäger. Wir können auch tauschen, mir ist egal, musst du sagen. Nee, ist okay. Also ich mag Jäger schon lieber. Schade, der eine ist zurückgekehrt. Bahnmuseum. Wir haben schon 5 von 5. Ich weiß nicht, wer für dich gevotet hat. Und aber die Zeit ist auch schon abgelaufen. Ja, erst machen, dann fragen, ne? ich mach meine Wände im Raum. Frenz, machst du? Brauchst du da noch eine, Erik? Ja, also ich hab mal die zur Treppe gemacht, ne? Das sind die wichtigsten. Ich mach da mal hier in der Ecke, damit man hier campen kann. Ja. Okay, bei mir ist noch eine Drohne. Aber hier war ich, aber hier war noch eine. Hab auch eine. Hier ist, glaube ich, gerade noch eine in den Flur gefahren. Ja, hier ist noch eine Drohne. Okay, machst du hier. Also ich wurde hier gerade nochmal gescannt. Ach, da. Hab sie. Und die machen ja auf, Vorsicht. Kaminzimmer auf. Das Standardfenster ist offen. Fenster außen oder was? Ja, hier das. Ja, das pass bei auf, mir. Stefan. Okay, aber die habe ich draußen gesnackt. Bei wem? Bei Erik? Bei Erik, ja. Okay. Sauber, Passi. Bei dir ist das nicht so einfach. Ja. Ja, pass auf, wir haben eben zweimal Typen geholt, als sie umlaufen wollten. Passt du lieber auf mit umlaufen. Ja, ich lenk da ein bisschen ab. Sauber, Franzl. Da kommen 3 Stück noch.
Ich höre ein Schild. Vorne im Flur. Ich glaube, Schild ist bei mir draußen vom Fenster. Ich höre was sein. Ja. Erik, check mal bei dir nochmal Fenster. Die schlagen hier gerade irgendwas auf. Soll ich einfach raus? Ist dann vor da? Nee, alles gut. Hab ich schon. Schon gecheckt. Ja, Passi, pass auf. Ich glaube, da läuft irgendwo was rum. Granate hier in den Raum. Ich glaube, die fetchern jetzt da, Passi. Fuck. Nein. Ja, mein AVS ist jetzt da weg, ne? Ja, Fuse ist oben. Fuck, ich wusste nicht wohin. Warte in meine Richtung. Wo oben? Wo? Sledge ist jetzt bei dir im Raum. Ja, der hat mich geholt. Ah, fuck, der macht die Kamera kaputt. Scheiße. Falltür ist auch offen. Passi. Also, Passi, Sledge ist im Nebenraum von Eisenbahn. Nein! Links, nicht Stepper! Sauber! Kasala! Fuck. Nice. Ja, einfach mal hier kurz 4-0 weggelaxt, ne? Moment, ich komme mit. Nice. Auslegware. Der erste meiner Gegner war Auslegware. Hat Passi mich echt nur überholt. Also, ich bin Gold 2. Ich bin immer noch Gold 3. Boah, fehlt auch voll viel. Ich hab vorher nichts bekommen. Mir fehlt irgendwie auch viel. Moment mal kurz. Eine Minute kurz. EP-Pause. Ja. Jetzt ist der Moment. Nein. Jo, bin wieder da. Okay, mein Kumpel spielt jetzt eine Runde Rang mit euch, ja? Okay. Spaß. Ich bin jetzt wieder alleine hier am Start.
Haben wir ihn so gelangweilt, ja? Nee, der hat gesagt, Hier ist alle, jetzt gehe ich. Ja, ich glaube, er weiß, kein Bier gab, ist er gegangen. Das ist ein Bier, scheiße. Kannst du Biber noch nicht mal ein Bier? Ich schau ab, Mann. Muss ich erstmal ein Wörtchen mit deiner Mutter reden, warum hier kein Bier ist. Mach das mal bitte. Bist du ihm dann hinterher und so an die Tür und dann hast du noch hinterher gebrüllt: Verpiss dich! Verpiss dich! Ne, ich bin ja nicht Franzl und Ale. Wer fehlt noch? Passi? Ich bin da. Ja, dann können wir loslegen. Ja. Auf jeden Fall gerade schon eine gute Runde hier von uns, ne? Ärgert mich nur, dass ich durch Fuse da gestorben bin, der Hurensohn, ey. Ich wollte zuerst in die eine Richtung laufen, dann ist mir aufgefallen, fuck, das Fenster ist hier offen, da kannst du nicht weg hinlaufen. Und dann zack, habe ich umgedreht und dann voll in die Granate rein. Ich hätte eigentlich zurück zu Erik kriechen müssen. Mit seinem fetten Breitarsch hätte er mich geschützt. Ja, das ist Dennis the Boss, ey. Dennis the Boss. Oh, Lieblingsmap. Ich mag die Map sogar, ehrlich gesagt, für Rang. Ja, ich auch. Oh, ich hasse die Map. Ich hasse alles, was deutsch ist. Außer Deutsch. Außer die Würstchen. Die Deutschländer. Was mit mir? Mit Passi? Mit Stefan? Mit Daniel? Ja, über Stefan kann ich nicht urteilen, den kenne ich noch nicht lang genug. Dich liebe ich von meinem ganzen Herzen. Passi verabscheue ich. Ja, Daniel ist so toleriert, weißt du? Wenn er da ist, ist okay, wenn er nicht da ist, ist auch okay. Genau. Ist halt ein Kumpel von dir, da bin ich ein bisschen nachsichtiger, weißt du? Na gut, und da Passi kein Kumpel von mir ist, bist du dann nicht richtig. Genau. Naja, wir drei müssen ja auch zugeben, dass wir traurig sind, dass wir nicht noch einen 5 haben. Ja, mal das erstklassige. Ja, ihr werdet sehen, ihr hättet einen Monat lang würdet ihr so spielen und dann würdet ihr sagen, ich weiß nicht was es ist, aber irgendwas fehlt. Ich kann es nicht beschreiben. Die Nubenburger. Die Nubenburger. Weißt du, was noch auf meiner To-Do-Liste fehlt? Ein Verrat bei Rang machen. Ne? Ich denke gerade drüber nach. Also ich habe schon zwei. Hast du doch schon, oder? Also kein mit Absicht auf jeden Fall. Achso. Einen Verachtungsverrat, weißt du. War das nochmal auf Bank, wo wir gegen 2-0 gespielt haben? Franzi, glaube ich, bei Stefan, ne? Den fetten Headshot. Der war auch gut bei der Kamera, ja. Mach ich Badezimmer zu, hinten? Ja. Ja, beides, ja. Hab aber nur noch einen, ne? Drohne in den Raum. Eine habe ich. Vorsicht. Oh, Nee, ich hatte schon alles unter Kontrolle, keine Angst. Habe ich. Ob wir alles noch eingefahren gerade? Ja, ich höre sie. Hab sie. Das heißt, Passi und ich haben jetzt 3 zusammen. Richtig? Ich will bitte da rein. Bitte raus. Okay. Ja, ich habe 3. Ich bin noch ja, raus. Drei, ja. Ich bin noch raus. Ja. Ich bin jetzt raus. Okay, ich mach. Schnell, ganz schnell ein bisschen Kameras. Zwei Außenkameras, alle 3 Außenkameras sind schon down. Das heißt, die kommen aus allen Richtungen. Der Sniper auf jeden Fall. Ah, Glavovitz habe ich auch gehört. Ich sehe aber noch. Ich bin jetzt raus aus den Kameras. Genau. Ich glaube gleich ist das Fenster auf dem Dach gegenüber. Ne? Pass auf, ich weiß, ich glaube, der kann reingucken, ne, ins Badezimmer. Naja.
Wir haben gefetchert. Switchdrohne habe ich. Die machen auf. Die Termiten auf. Wie gesagt, ich kann nicht groß vorkommen wegen dem Sniper. Ja, hat er mich schon. Ich weiß nicht von wo. Oh, sehr schön. Ah, oh, außen am Fenster. Da, wo ich nicht hingeguckt habe. Im Fitnessraum da die Ecke. Ja, wenn Stress ist, sag, ich komme nicht mehr wirklich weg, glaube ich. Ich muss was aufsprengen gleich. Oh! Ich hab die nur angefragt, Twitch. Wo, Erik? Fenster einfach, die hat mich. Ja, ich sehe hier einen Laser bei mir. Sauber, Franzl. Ja, ich hab die Assi. Fenster, Franzl, bei dir, der kommt zu dir ans Fenster kommen. Also, aber, das war der. Loading New Bag. Da ist nur noch Glas wahrscheinlich. Ja. Oh, die Twitch, die hat krasses. Der war jetzt bei mir oben gewesen. Nee, ist unten im Clubraum. Wenn das die Twitch war, war das die Twitch? Nee, Twitch ist tot. Ich hab die Assi. Ich glaub, unten war wer im Clubraum, ich weiß aber nicht genau. Also, die Doppeltür hier ist noch zu. Ich bin in den Kameras, also ich sag euch so. Clubraum ist clean. Oh, was? Warte, ich geh mal in deine Kamera. Ja. Die ist oben, die kommt jetzt. Pews oder so, ne? Ey, ich hab den einen gekillt mit dem C4, wo ich da die Wand aufgemacht hab, ne? Das war ein absoluter Lack-Kill. War auch schön, wie wir die Kontrolle wieder erlangt haben, nachdem die da angefangen haben zu erobern. Schön, ich hab die mit C4 abgelenkt und Franz ganz easy von hinten weggesnackt. Wo spawnt man denn hier? Baustelle? Ja, hast du auf jeden Fall gut gemacht. Ja, hab ich ja weggesnackt dann. Sehr schön, auf jeden Fall. Ja, das Stripclub ist ja nur geil, ne? Ja. Ich fahr direkt dahin, wo wir waren. Ja, Hauptschlafzimmer. Schild in die Tür gestellt. Geht das bloß um Frost. Lauf und auf, ne? Castle. Man denkt dran, an Fußmatten so. Hinter, also Fallmatten da links, ja. Hinter den Schillen. Ja. Ja, ist auch eine Matte hinter dem Schild. Ich glaube, die machen so. Einer, die. Schon direkt hin. Dann ist nicht hinter so nah. Der Wand ist auch eine. Ich bin nicht so weit als Frostmatte. Ja. Oh, der will dich, aber passt auf, dass niemand sprayt. Aber wir sind ja direkt hier, wir können das ja direkt safen hier. Nicht die Wand aufmachen, ist kacke, mal oben über die Falltür machen. Ich wurde entdeckt. Ja, ich drohne mal. Eine habe ich. Franzi, diese Kamera auf der anderen Seite hast du auch? Ja. Macht ihr auf jetzt? Jo. Also, okay, dann aktuell sehe ich hier keinen. Ja, da ist aber einer auf der Treppe. Einer ist auf der Treppe. Okay, dann Erik, schnell hoch. Da steht er immer noch auf der Treppe. Jo. Jetzt ist er weg. Nee, jo. Der ist da immer noch. Der ist da immer noch. Okay, ja, lass ihn dann mal. Also, einer wartet auf jeden Fall aufs Umlaufen. Ja, ja. Ich bin ja hier noch. Ja. Na, Lukas, mach drüben ein bisschen Druck. Ja, ich glaube, das wäre ganz geil, wenn wir hier. Ich fetche hier mal für dich, Erik. Wenn wir da aufmachen. Er kommt. Sauber. Okay, da warte, dann muss ich nochmal neu. Hast du was gekriegt? Nee. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt was haben. Du
Lukas. Lukas, wollen wir tauschen gleich, oder? Ja, können wir machen. Bitte. Dann kann ich drüben die Falltür noch aufmachen. Ah, hier ist voll die geile Position hier. Also. Ach so. Ja, rausgelaufen, unten, aufpassen. Hä, hey, der wird gar nicht angezeigt. Warum wird der nicht angezeigt? Der steht in der Garage. Ah, der ist in der Garage. Ist der immer noch drin? Einer kommt bei mir. Hab ihn. Okay, jetzt 1,43, jetzt ein bisschen da. Ich geh rüber und dann mach ein bisschen da. Stefan, ich komm zu dir. Ja, ja, beides. Ihr habt noch einen vor der Tür, ich hab den mit Sperrfeuer unter Kontrolle. Wo ist der denn? Ist der da hinten drin? Badezimmer. Der ist im Gang. Franz, übernimmst du dann die Kamera und pass auf, dass nicht noch einer... Stefan, neben dir! Oh nein, noch eine Frontwande. Ah, das war schade. Das war unterm Bett? Nee, da war eine Frostmatte nur. Nee, war eine Frostmatte. Da hinten ist ein Loch drin, genau. Ach, fuck, das war. Ach, das war. Wir haben so zwei im Gang ist noch einer. Jawohl. Ich hab Pulse im Gang oder so ist. Im Bad ist ja. Frost. Im Frost und da in dem kleinen Sportding ist noch der andere. Also. Frost habe ich angefragt. Auf da ist einer, Erik, ne? Auch sauber. Assi. Dann ist es nur noch der im Gang und Frost. Frost ist nicht mehr im Gang. Die ist nicht mehr im Dings, nicht mehr in der Dusche. Aber wir müssen jetzt langsam vorrücken. Hä, hey, dann geht durchs Loch, weil den Gang, den seht ihr ja dann. Im Gang ist noch einer, aufpassen, dass das ganze Schild. Frost ist down, ja, Frost ist down. Down. Frost ist down. Kümmer dich auf. Ach, kümmer dich um den Typen im Gang. Ja, ja. Wir haben gewonnen, wenn der stirbt. Wenn Frost stirbt, ja. Ich weiß, dass er jetzt kommt, weil ich nachlade. Er muss ja eh rüberspringen, also. Dann würde er sehen, wenn er hinrennt. Also selbst wenn er ins Loch geht und ich. Der darf erst ins Loch gehen, wenn ich tot bin. Das haben wir nämlich. Ja. Okay. Loch, glaube ich, oder? Habe ich das noch richtig gesehen? Okay, ne, okay. Ah, sauber, Erik. Sorry, das sah gerade so, das sah in meiner Todescam so aus, als ob am Loch was wäre. Sauber. Ah, schön. Ja, gut, dann war das mein Todesbildschirm. Ne, ich habe ja gesehen, dass der wieder nach links weggelaufen ist. Dann ist es ja, Arsenal. Also, ich spiele aber nicht Mute. Mein Puls ist mir wieder. Nein, ich mach da keinen Puls. Aber du spielst doch gar nicht Puls. Ah, verstehst du? Obwohl Arsenal da offensiv spielen, da wüsste ich gar nicht. Uff. Ja, ja. I know. Bei der Leiter, meinst du? Ja, ich mach auch eine. Ja. Machen wir die hier also auch, ne? Die Wände hier, okay. Machen wir die Wände hier? Hier, die hier hinten. Ich mach auf jeden Fall die. Ja, erstmal machen wir die große Wand, ne? Erstmal die große Wand, das ist wichtig, ja. Welche machst du? Welche Falte muss ich noch machen, Franz? Ich vermute die große Wand. Fern. Eine Drohne habe ich. Danach habe ich noch einen Störsender.
Dann, wenn ihr sagt, sagt ihr mir, wo ich den tun soll. Haben wir hier noch eine Wand? Ich könnte hier noch ein. Ich könnte da noch einen Störsender auch hinlegen, aber dann erst als erst eine Wand legen, bitte. Haben wir noch eine Wand? Eine Wand? Sieht nicht so aus. Ja, wirklich nicht. Ja, dann legt da trotzdem Störsender, genau. Und fahren sie da oben, sprengen die auf Richtung Garage. Ich mach mal schnell Kamera. Ja, chill da, wenn du nicht hinkommst, lass einfach chill. Ja, die drohen dich jetzt, Franzl. Ne, Stefan, dich drohen die. Fährt die ganze Zeit eine Drohne, da schießt jetzt einer, Vorsicht. Ist einer runtergesprungen. Also in der, den, bei der Garage ist einer runtergekommen. Also wenigstens ein. Die sind alle bei der Garage irgendwie. Die drohnt jetzt wieder. Jetzt kommt die auch. Jetzt kommt einer durch die Tür. Der wirft Flash. Der wirft Flash. Jetzt kommt der vor. Ja, ich bin noch Blackbeard. Blackbeard auch. Blackbeard auch. Also kommen wir zwei runter schon mal. Einen hab ich. Okay. Server. Sah englisch aus, was ich geholt habe. Hey, Blackbeard oder Ash hast du geholt? Wollen wir die von hinten jetzt snacken oder nicht? Ja. Ne, ich bleib mal ein bisschen safer, das ist mir zu. Server, Franzl. Server. Hey, Lukas, nicht wundern, ich komme durch die Haupttür rein. Jo. Also Blackbeard ist auch tot, mehr habe ich da nicht gesehen. Ich habe Ash und Termite gesehen. Ne, Blackbeard ja, und Termite habe ich gesehen. Ich kann wieder. Ne, Stefan kann Kamera machen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, Stefan. Franzl. Lukas, du brauchst die Haupttür jetzt nicht machen, ne? Da bin ich jetzt. Bei mir ist, glaube ich, noch einer. Hier unten dieser. Gerade wurde irgendwo gefused. In der Küche? Okay. Oder dann geh ich mal Richtung Raum wieder. Jo, ich save die Tür wieder, Hosi. Warte, ich muss gucken, der fused gerade. Aber der kommt hier eh nicht runter, außer Decke aufsprengen. Runter kommen die ja hier nicht. Ja, ich save die Tür. Ja, die machen eine Decke auf. Einmal lassen, ist egal, ja, einmal lassen. Ja, einfach, ich geh da auch gar nicht hin. Wir kommen da ja eh nicht. Ja, haben wir alles safe, das müssen wir holen. Die müssen durch irgendeine Tür kommen. Ist ja nur noch der eine. Ach so, ja, noch besser. Ja, der hat hier gerade geschossen, glaube ich. Ah ne, nee, was war das denn? Ach, das warst du, okay. Da stand noch eine Drohne, ich hab die noch weggeschossen. Ah no. Mit der Sicherheit. Sauber, Franzl. Schöne Verteidigungsrunde gerade. Ja. Auch gut, ich bin einfach zurückgekommen, weil ich hatte dann irgendwie keine Idee mehr. Franzl war da eh und zu zweit hat man zum bestimmt auf den Füßen rumgestanden. Ja, war alles richtig. Gehen jetzt Gehen jetzt bestimmt auch in den Keller und dann safe mal wieder schön nach hinten ab, damit uns keiner umläuft. Und dann gucken wir uns die ganze Idee weg. Ist wahrscheinlich jetzt viel zu groß getönt, ja, aber egal. Aber wir machen es einfach so. Wir machen es einfach. Garage. Oh. Dann. Oben dann. Ja. Also Garage verteidige ich auch gerne. Also ich finde das eigentlich ziemlich cool. Weil du oben auf diesem Gerüst, da hast du echt eine geile Übersicht über die Garage. Wenn du es schaffst, dass aufgesprengt ist es halt. Ja. Wenn Termite oben aussprengt, ist es scheiße. Aber wenn du es schaffst, den zu laxen, dann ist das voll. Ja. Wir haben die haben auch nichts, die können deine Ladung auf jeden Fall nicht zerstören, das ist gut. Das heißt, wir können.
genau. Oh, einer ist Stripclub, einer Stripclub. Hab meine Drohne extra dahingestellt. Einer ist in den Stripclub gelaufen, das war Puls. Das ist aber voll gewagt von denen. Weder Bandit noch Mute. Das heißt, wenn wir jetzt kurz hier, sobald du da die Dings aufmachst, vielleicht macht er jetzt, kommt er jetzt sogar schon. Wo würde der kommen? Hier. Ach ja, da. Du kannst eigentlich mal aufspringen, Erik. Vielleicht pullt den das. Das Tor? Ja. Meinst du, ist direkt da? Geh mal in den hinteren Nebenbereich gucken. Ich deck den Rücken. Er war eben da an der Tür. Da ist er? Ja, okay, dann. Warte, bleib hier. Sauber. Okay, Erik, dann machen wir jetzt oben. Oh, hinter dir! Boah. Sauber, Hausi. Ja. Alles. Einer ist oben bei Erik bei uns. Der ist in der Kamera. Der ist. Ja, ich komme. Der ist hier ganz hinten durch. Unterwegs. Da. Wo ist der ganze? Wo ist der? Ich hab ihn markiert. Okay. Der ist weggelaufen, genau. Der ist down. Da ist noch einer. Da sind zwei. Der hält den jetzt. Nein. Ja, ich wollte gerade sagen, der guckt jetzt doch hoch. Down. Oh fuck, du bist down. Da ist irgendwo einer drin. Da ist eine Falle, die sind zwei Stück. Doch, die kommen jetzt. Die wollen jetzt beenden. Einer ist noch oben auf dem Gitter. Ah, scheiße, der ist oben auf dem Gitter. Der ist oben auf dem Gitter. Was mit Castle? Ist der da noch oben? Genau. Ja, geh rein! Geh doch rein, dann ist er doch. Castle war eben oben. Castle ist oben. Dann kannst du ihn einnehmen, dann müsste er rauskommen. Der ist drin. Der ist an der Tür, der ist unten an der Tür. Ich flash den, Vorsicht. Der ist jetzt da in der Ecke, bei der anderen verstärkbaren Wand. Da, unter dem Gitter. Sauber, Franz. Franz ist so ganz gemütlich. Da. Ah, den töte ich jetzt. Guck mal, man sieht ihn schon voll. da. Ja, hab ich den immerhin noch gut abgelenkt, den Typen. Sauber. Unser Sieg. Es war stark, wie wir direkt Puls da schon auffindig gemacht haben. Und dann direkt schon wegsnacken. Ja, und der war gleich weggeklatscht. Ja, ich und Franzl haben einfach mal, weil Franzl geht vorher, ein Schild um die Fresse. Tut dann nicht so doll weh, wenn er Kugeln abkriegt. Ich krieg kaum Punkte gegen solche solche Luxemburger. Ich brauch noch 19 Punkte, dann bin ich Gold 4. Noch eine? Oh, ich hab zu wenig gespielt, ey. Ich hab zwei. Ja, Logo. Alle da 4? Ich brauch noch 73 oder so, 77. Ich glaub, jetzt ist eh schon fast zu spät. Na gut, beschwert sich keiner, dann machen wir noch eine. Cookettown. Cookett, CBNGNSB. Cookett. Glaubst du, da gibt's auch so AC? Kannst du dir die schon angucken? Nee. Erst wenn alle gefunden sind, oder? Achso. Es gibt AB, AC, AD und dann halt bis. Und dann gibt's halt BA, BB, BC. Ja, genau. Und dann noch, guck mal, wir sind schon bei S, ne? Also S, B, S, C. Die kannst du dir schon angucken, die Typen. Wenn das Deutsche sind und einer von uns macht einen Nitro-Handy-Kill, muss der denen eine Nachricht schreiben, oh, so gucket hier, kommt mein C4. Boah, Stefan, du hast echt eine 2-2er-Sieg-Niederlage und Erik 2-0. Richtiger Sohn, ne? Läuft bei euch, ey. Richtige hineinschleifen. Soll ich sagen, ich spiele mit den Jungs, ne? Oder einer ist Platin. Oh. Einer ist Silber. Oder einer ist irgendwas hohes. Oh, yes.
Wo sind denn unsere Cookies, Leute? Jetzt nochmal gefordert. Wir sind rausgegangen. Jetzt nochmal gefordert werden. Spielen wir den Geisel? Ne, bereich dich schon wieder. Mach ich weiterhin Mute? Ja, alles klar. Perlack oder Erklack? Ja, ja, also einer Silber, das ist irgendwie Platin, das kenne ich zumindest noch nicht, das eine da, dieser Fartax. Das ist der Furry Killer ist auf jeden Fall Platin. Und Fartax auch. Ja. Die anderen beiden sind Silber und ein Goldener. Ja. Zwei Platin, zwei Silber und ein Gold. Kurz mal geklatscht, okay. Ne? Kann ich auch nicht ändern. Okay, ich kann auch nicht Rücksicht auf meine Gegner nehmen. Okay, Franzel und ich als höchsträngige müssen die Platin-Typen nehmen. Und dann krieg ich ja auch ein Gold, ist ja okay. Ah ne, ich glaube Erik ist mal ein bisschen weiter als ich. Ja, Erik, dann musst du den Gold nehmen und Stefan und Basti müsst die Silbertypen snacken. Das ist gar kein Problem. Und wenn ihr meinen Platin down schießt, ne, dann sagt mir Bescheid, ich hol mir den. Ich komme aus dem Raum raus, ich hol mir diesen Spaß. Ich laufe quer über die Map. Aber den hole ich, mein Freund, den hole ich. Ja, wir müssen noch Lied hören, Lied hören, Lied hören. Oh nein, nicht wegen der Bauphase, ich muss es doch hören. Das Spaß. Ohne ist direkt drin. Ja, der spawnt ja davor auch. Ohne ist direkt down. Aber nicht von mir. Von mir aber. Ich mach hier die zwei Wände, Erik, mit Strom. Hab oben deine Drohne. Mhm. Hier ist gerade noch eine Drohne in den Flur gefahren. Hab eine. Ich glaube, das war die gar nicht. Was soll ich denn hier noch vermuten? Rechte Seite oder linke Seite? Hab noch eine Drohne. Also ich hab nur einen Mute. Ja. Dann die ganzen Drohne. Also ich bin bald ich aber, falls sie da durchschießen wollen. Ich mach Kameras erstmal. Stefan, Erik, ihr müsst mir sagen, wenn hier was abgeht. Ja, ja. Ja, hier geht's los, Ash. Link. Geht schon direkt los. Zeigt euch nicht. Chill. Wow! Ach, Twitch-Drohne ist das. Hab's. Sauber. Ist die linke Tür offen oder die rechte Tür offen? Die rechts ist noch und links ist offen. Ich bin total in der Zange gerade. Okay. Scheiße. Ich hab grad einen Feind identifiziert. Irgendwie. Da oben kommt einer zur Falltür. Ah, der legt Fuse. Ich mein, Termite. Ja, fuck. Jo, erste Falltür geht auf. Zweite auch. Die Tür bei mir ist jetzt auch auf. Hat da jemand angepackt? Oh, fuck! Oh, Franz, ich hab nicht gesehen, dass die Tür aufgeht. Ach so. Ja, nee, die Tür ist nicht auf, die Wand ist auf. Ja. Auf die Wissen. Ich schau jetzt auch im Blick. Ja. Oh, fuck, ey, hätte ich das. Ja, die Drohnen, glaube ich, runter. Tschüss. Boah, Fuse mega angefleckt, ist aber nicht tot. Sauber, Erik. Hab Ash. Ey, ich sitze zwei in einer Ecke, das wisst ihr, ne? Wer? Ja, wir haben aber kaum Auswahlmöglichkeiten. Termite down. Sauber. Da ist noch einer, okay. Hab ich gehört. Da oben war noch einer. Franz, ja, aufpassen. Fuse muss da noch sein. Ich hatte Fuse angefragt. Ja, der war ist quasi neben dir im Raum, weißt du? Einfach chillen. Ja, genau, da drin, denke ich mal. Wow, ich hab's nicht gesehen. Ich sag's euch, das Killcamp. Sledge draußen auf jeden draußen Fall. Oben, ja. Ja, draußen oben.
Ja, warte noch mit Zünden. Kannst du Zeit rausholen. Nein, das ist noch oben. Zünd einfach mal. Könnte abgelenkt haben. Ja, Franz, probier irgendwann mal noch zurückzukommen. Es sind nur noch 50 Sekunden. Falltür ist einer drin, jetzt sehe ich den. Der ist jetzt bei der Falltür. Ah, shit. Ja, das ist Fuse. Ich sag, Lukas, ich sagte, wenn der an der offenen Falltür kommt, ne? Bei der Falltür. Kommt von außen. Ne, eines zu. Achso, eines zu, okay, nice. Fuse, kommt die Treppe runter. Kommt die Treppe runter Richtung normaler Tür. Normaler kleine Eingangstür. Und oh, einer ist an einer Falltür. Lukas an der Falltür jetzt. Hab ihn? Falltür. Jawohl, andere kleine Tür. Sauber. Sauber. Sehr schön, Stefan. Sauber. Gute Aufklärung. Ey, die Franzi, die Drohne oben ist gut. Die eine in dem Falltürraum. Die ist geil. Diese Kamera. Ist aber jetzt irgendein anderer, der beigetreten ist, ne? Das waren eben vier BFPF-Typen. Ja. Ja. Dass die sie nicht gesehen haben, ne? Ja, zum Glück, ey. Ja, sehr schön. Ach, ich bin zurück gestorben. Mehr Zeit. Und die sind auch anfällig gegen Zeit. Also die machen langsam. Ja. Die checken wirklich lange. Also als... Wie wir manchmal. Sein. Ja. Oh, der eine hat noch Rekrut, glaube ich. Vielleicht töten die den ja und dann steht vor das Chaos jetzt. Vielleicht. Endlich haben wir nochmal auf Aklak. Auf Aklak. Endlich haben wir nochmal auf Yacht eine Verteidigungsrunde. Casino. So lange her. Okay. Ich fahre meine Drohne direkt nach oben. Ich fahre meinen direkt, Oh, der eine. Oh, die haben sich gerade gegenseitig angeschossen. Nice. Ich glaube, das waren die. Erik, wir beide gehen nach oben, ne? Also, wir machen die Fightchen auf. Jo. Ja, ich gehe von der anderen Seite. Also, bis jetzt ist noch nichts verlachst. Sofort für die Kamera. Ne? Stefan, passt du wieder. Machen wir diesen kleinen Raum-Action? Ja, können wir machen. Bandit war aber auch schon. Aber ich kann die ja dann auch mit normalen Springer drauf machen. Ja, wenn genau. Hast du dran gedacht, das ist gut. Ja, hab ich. Na los, Monika, wo lang? Na, hier, andere Seite. hier unten muss aber auch mal kurz aufpassen. Ich drum mal ganz kurz, ob du da chillst. Weil da umlaufe ich manchmal und das ist sehr nervig. Ich drohne vor. Okay. Ja, okay. Ich mach kurz Fenster auf und dann kannst du dich da mal vorstellen. Ist die Drohne weg, Lukas? Hier auf der Seite? Nee. Hauptsache der Störsender geht bis in den Kartenraum. Ist bei euch Fenster schon auf? Nein, okay. Jetzt zählen gleich. Wir runter, dann machen wir von beiden Seiten gleichzeitig Chaos. Ja, okay. Eins. Oben sieht clean aus, Viva. Zwei. Okay. Also so. Deinen Raum kannst du auf jeden Fall rein. Irgendwann könnte umlaufen. Nee, ach nee. Ist dieser, eigentlich besser, wenn du direkt hier hinten rein. Ja, gut, klappt ja. Okay, auf jeden Fall die Falltür hier in dem Raum. Da. Die hier. Nee. Stefan. Über. Nee, die nicht eigentlich. Die im nächsten Raum, hier in dem Raum da. Da rein. Ach, die. Ich fange einfach mit der Drohne hoch, Stefan, und gucke. Aber Hans, chill noch einen Moment, hier noch einen Moment. Ich guck mal, ob ich. Ich geh nochmal in meine Drohne, Viva, und dann guck ich, ob ich hier die. Ja, Sender hab ich weggemacht im Raum, also du kannst doch. Hast du die Falltür aufgemacht, Erik? Okay, ja, mach ich, komm mal. Ja, natürlich. Okay, gut. Hat ich nicht mitbekommen. Ah, stimmt, ja, warte, ich komm mit der Drohne, ich hab nicht dieses Psst gehört. Da ist keiner drin, Stefan. Und dann kommt ein Schild. Du könntest aber auch gucken, ob du. Stefan, ich bin jetzt hier mit meiner. Ich bin jetzt hier mit meiner Drohne drin, also der Raum selbst ist clean. Du könntest auch keine Falle. Erik, du könntest auch gucken, ob du oben an der Falltür Stress machen kannst. Okay, warte noch kurz, ich komme zu. Ja, dann warte, ich gehe nur noch oben unten eine Thermite-Ladung legen, da ist nämlich gerade keiner. Mach ich das mal schnell.
Einfach um Stress zu machen, dann komme ich wieder hoch, ja, und das, jag die hoch. Das ist gut, ja. Pass aber nur auf, Stefan, bitte, dass du jetzt ach, nicht zu nah daran gehst, ne? Alter, scheiß Doc, ey. Von wo? War der geblendet, wenn du durch die Haupttür reingehst, ja, rechts. Ecke. Ja. Wow, Stefan. Also ich hab deinen... Nee, ich hab da... Einer wollte oben umlaufen. Ach man, ich hab den... Ich seh den, aber wenn ich mich hinlege, dann ist mein scheiß wo denn? Fuß im Weg. Wo ist hier der? In der Ecke. Im Raum. Ecke hier. Da ist er. Ja, Moment. In der rechten Ecke. Ich werf eine Flash, Hausi. Vorsicht, Erik, ich werf eine Flash. Ja, ja. Ich hoffe, die da kommt da hin, Hausi. Das ist noch... Das ist Hauptraum, ne? Hauptraum. Hauptraum. Hab ich. Also ich hab... die angefragt gehabt, ich hab noch keinen Assi, das heißt, das war... verpass hier kommt einer rein! Hab ihn! Na, fuck! Hinter der Bar! Da hab ich den Kopf gesehen. Secure the biohazard. Oder in dem Loch da hinten drin? Ist das ein Loch? Das kann ja sein. Wir nehmen einen auf. Ah, der ist bei mir, der ist... Geiselraum. Er kann auch wieder außen rumlaufen, ne? Ja. Haupttür! Ja. Sauber, Erik. Jawohl, ja. Ah, das war zu. Ah, am Ende war schwierig, aber war ging. Ja, ich war ein bisschen überrascht, dass er mich da von hinten snackt. Der hatte ein Loch, ich hab den da hinter der Bar gesehen. Ja. Und der ist dann. Nee, das war vom Bandit vorhin. Ah, okay. Nee, da hab ich anders gesehen. Weil den hab ich draußen geholt. Sofort. Da hab ich jetzt gar nicht gesehen, hatte ich dann. Ja, gut, dann bin ich nur wegen deiner scheiß Fehlmeldung gestorben. So. Sagen wir den mal, Casino Lachs. Da ist wieder einer raus. Der konnte gar nicht aus dieser Richtung kommen. Wieder ein BPF. Ja. BPF-Fraktion wird immer dünner. Aber das ist voll schade, weil dann kriegen wir nicht die schönen Punkte für Platin, weil... Ja, ich brauche nur 12 Punkte und 12 Punkte kriege ich ja wohl durch den Sieg. Aber erstmal müssen wir natürlich gewinnen. Das will ich haben. Machen. Ich bin positiv. Bist du HIV positiv? Ich bin mir nicht so sicher, ich bin HIV positiv. Ja, hier brauche ich mir noch einen Fall. Noch eine Erik, ich mache hier diese eine Doppelwand hier mit Strom. Eine Drohne habe ich. Ich mach mal die große hier. Auf den. Eine rennt weg, warte, ich lauf hinterher. Eine rennt weg, die fährt aber weg. Hab ich. Und dann mach ich halt im Geiselraum so viel, wie es halt nur geht. Sekunde, ich lauf wieder raus, ne? Hier hinten beim Schlafzimmer habe ich noch eine Drohne gesehen. Ich mach die Tür zu. Und dann mache ich Kameras für euch. Muss mir Stefan oder Erik wieder Bescheid sagen, wenn ihr was habt. Stefan, machst du hier noch die Tür zu, dann die Aklak U-Boot-Raumkamera ist down. Da geht jetzt einer zu diesem Doppelfenster draußen im Flur. Ich glaube, das ist auch Blackbeard. Ja, oh, einen habe ich gesehen. Nee, der geht komplett drüber, Franze. Der ist jetzt bei dir, da an dem Doppelfenster, wo du hinguckst. Jetzt geht der zu... Der droht. Uns wurde auch gerade gedroht, die Drohne habe ich. Wie war die Position mit der Kacke, der Füße schauen nämlich komplett am Tisch. So besser? Ja, so ist besser. Okay. Einer ist jetzt vor der Doppeltür gesehen. Gleich, der droht gerade. Also, der steht hinter der in der Nähe der Leiter, da wo ich eben weggesnackt worden bin. Weiß ja, die jemand. Drohne ist vorbeigefahren. Aber ich glaube, da ist gerade keiner von euch in der Nähe, der den easy weg. Die Drohne raus, der geht jetzt zur Doppeltür. Jetzt ist der davor. Ja, das hängt, der läuft wieder zur Leiter, der läuft wieder zur Leiter. Wenn's das auch... Ja, scheiße! Okay, Franze, du machst das dann, ne? Ja. Bei mir ist also auf. Das war in der Lounge. Ach, über mir, okay. Wie, über dir? Nee. Also, doch hier oben der Leiter. Ne? Das ist nicht die Lounge. Natürlich, nein, da über mir, Erik? Da hat, wo er gesagt hat, aufgeschossen. Das ist über mir, das okay, ist bei der Leiter geht quasi. Rein. Ja, das müsste am Treppenhaus direkt sein.
Blue ist einer. Oh, Black. Ah, Blackbeard. Ja, Blackbeard. Ah, der hat noch halbes Leben, scheiße. Wo ist der denn? Zu spät gesehen. Da hat Doppeltür, Flur entlang, geradeaus Lobby, durch quasi. Lobby. Lobby ist wieder. Dann da rechts rein ist der quasi erst. Achso, dann chill ich hier. Ihr werdet zu zweit ja auch da, ne? Scheiße, nicht gecheckt, das ist Blackbeard. Ah, ist die Kamera bei euch im Raum? Eine Kamera? Verschaltet? Ne, ich glaube, eben waren hier vier. Aber kann sein, wo aufgesprengt wurde. Seht ihr Blackbeard? Nee. Wenn der reinkommt? Achso, welche doch, ist doch Bereich sichern. Doppeltür kann ich sehen. Der hat gerade gedroht. Okay, der kommt bei dir. Bei mir? Wer ist? Nee, bei Stefan. Die Tür. Also da hat er aufgeschlagen auf jeden Fall. Die kleine Tür hier, ja. Ich sehe auf jeden Fall Doppeltür. Ja, sein. Also ist in der anderen. Also okay, der kommt ja. Sauber, Stefan. Stimmt jetzt sowas von aufgeregt. Okay, der hat, Stefan hat den doch klar gesehen. Ja. Also. Schöne Kamera-Aktion hier wieder. Hatten die vorhin einen Jäger? Ja. Ja, ich weiß, also es sind jetzt vier neue, glaube ich. Ne, drei neue. Drei? Zwei neue. Also dieser, der erste von denen, zwei neue, der zweite, ja. Die waren ja von Anfang an da. Ja. Und die anderen drei, die sind nachgerückt. Stimmt, ja, Predator hat nur zwei Tode BFG. Und der ist bald nachgerückt, genau. Ja, ja. Aber egal, trotzdem sind das jetzt wieder fünf, müssen wir aufpassen. Ja, nee, ich meinte nur halt, ich kann halt nicht, so, es sind jetzt halt drei neue, ne? Ich weiß nicht, was die spielen. Der eine neue ist Gold und der andere ist auch Gold. So gefällt mir auch die Statistik. Keiner hat hier eine zweistellige Eliminierung, sondern alle haben ein paar. Gut, geht ja dass der Gegner fehlen, ne? Ja, trotzdem, das ist schon. Ne, das stimmt, das ist schon sehr schön. Akla clean. Das wär's. Falls die Casino, ja, ich denke, die sind Casino anders hochgelaufen, ja. Casino, Castle ist oben. Ich hab's. Bitte lass Casino, den ich hab's zuerst gesehen. Ja, ich glaube, Franz hat das entdeckt. Ich glaube, das stand oben links in der Ecke. Casino, Castle macht auf jeden Fall diesmal Falltüren. Die schießen wieder das Loch da rein. Ja, verdammt. Okay, lieber gleiche Taktik. Ich habe direkt eine Drohne im Raum stehen, also ich kann das da ganz. Ich würde ein bisschen weiter mit mir links reinkommen, Erik. Weil so weit drohne ich nicht vor mit Safe. Weil ich safe dann halt immer den, sobald ich drin bin, safe ich den Flur, dass da keiner reinkommt und die Leiter. Ja, jetzt wird er alle B. Da oben, Erik. Smoke. Wo ist der? Der steht vor dieser Tür, wo wir eben rein mussten, um die Falltür aufzumachen. Jetzt ist er drin. Jetzt ist er wieder raus. Und er ist wieder in den. An der Tür, unten, an der Tür vor der Tür. Jetzt läuft einer. Ah, fuck. Jetzt unten, Stefan. Jetzt ist der. Ne, der ist vor der Flurtür. Der dreht sich hier die ganze Zeit. Jetzt ist er rausgegangen aus in den Flur. Ja, Passi, du kannst hier die Drohne nehmen, ne? Ja, kann ich. Welche ist das? Die. Meine. Genau. Da war nämlich eben Smoke. Der könnte hier noch ein bisschen rumchillen. Haupthalle, ich glaube, der kommt hochgelaufen. Ja, einer kommt, Lukas, einer kommt. Ist gleich in der Tür schon. Er geht in der Tür. Danke. Genau das brauchen wir hier. Kartenraum ist ein Loch, Erik, da, wo wir hin müssen. Muss er aufpassen. Noch einer. Gleich in der Tür, warte, jetzt. Nur angefragt, nochmal angefragt. Hab ihn down. Also. Man aus einem bestimmten Winkel diese scheiß Kamera nicht down kriegt, ey. Oh, scheiße. Ja, das meinte ich mit diesem Loch. Könnte aber einer der beiden gewesen sein, ne? Ja, eben war Castle hier oben, da müssen wir aufpassen.
Ja, zoom einfach voll auf dieses Loch drauf. Ich leg die Dingens, vielleicht lockt das den. Die Castle war oben und Blitz war unten. Also eben zumindest in der Vorbereitungszeit habe ich Castle oben gesehen. Keine Ahnung. Ganz, ganz unten im Laufen. Scheint oh, im Gang. Hinter der Bar. Wollte ich gerade noch flashen. Bandit war im Gang. Einer kommt hoch, Erik. Boah, war das schlecht. Boah, war das schlecht. Boah, war das schlecht von mir. Das war auch nicht mein Bestes. Diese Team war besser als die ganzen WFPF-Typen zusammen. Sauber. Das ist jetzt echt der die dritte. Die werden sich auch ärgern. Sind in ein Rangematch gejoint und direkt, ja, das ist echt verloren. Mies. Ja. War das jetzt das dritte Match? 3-0? 4-0 meine ich? Ja, ich wollte gerade sagen, die Makellosen, die rollen aber heute, ne? Ja. Jetzt aber Goldrang 4. Goldrang 4. Bin noch Gold 2. Goldrang 3. Babam! Boah, ich habe auch noch gut Punkte bekommen. Mir fehlen noch 20 Punkte, dann bin ich Gold 4. Gold 3. Krass, mir fehlen noch 120 Punkte, dann bin ich Platin. Richtig, ich hab 170 Punkte bekommen. Klo. Ich habe auch voll viele bekommen. Moment, ich bin noch mal kurz auf Klo. Ja, ich brauch was Neues zu trinken. Dann bis später. Kinder, der Papa ist wieder da. Hi. Hi. Na? Ja. Und was steht jetzt an? Weiß nicht. 2x 4-0, einmal 4-1. Nehmen wir nochmal auch mal 4-0. Oha. Waren nicht alle drei 4-0 gewonnen? Ich weiß nicht. Also Kaffee Dubrovnivski auf jeden Fall und gerade auch. Und ich meine aber. Haus. Haben wir Haus? Clubhaus haben wir, glaube ich, auch 4-0 gewonnen. Das ist ja auch eigentlich egal. So eine locker mache ich noch mit und dann mache ich noch ein bisschen Netflix und Chill. Gut, ist Franze da? Vielleicht sollten wir es heute auch nicht übertreiben, ja, wenn wir schon alle einen Rangabstieg Aufstieg bekommen. Starte einfach, wenn der Rekrut ist, wissen wir ja, was wir tun. Können wir jetzt endlich wenigstens mal eine Schildrunde machen, wo der nicht mit seinem Chef fucking Blackbeard spielt. Boah, ey, das ist echt furchtbar. Das heißt, Schildrunde geht's gleich. Das ist auch schon so eine kleine Tradition, dann nach Rang zocken. Wie kein Rang? Nein, ich mach noch eine und dann bin ich weg. Also in eine Locke. Erik, jetzt fehlt mir fast nichts mehr, um für Gold 4 zu kommen, ne? Und dann können wir vier ja noch eine Runde Battlefield spielen. Ja, genau. Nee. Nee. Ich erwähnt, dass ich krankgeschrieben bin die Woche. Nee. Franze geht jetzt mit seinen mit seinen Engländer-Freunden Rang spielen, weil der Gold 3 war oder Gold 4 sein Fuchs. Also die Bindehautentzündung, das wussten wir ja gestern schon. Wie, von wo glaubst du, kommt der kleine Vorsprung zu Passi bei mir?
Weil ich zweimal einen Tag nicht mitgespielt habe, wo ihr jeweils drei Spiele gemacht habt. Nee, aber da haben wir nichts gewonnen. Also kein. Nein, das einmal habt ihr alle drei gewonnen und gestern habt ihr zwei gewonnen. Nee, gestern war schlussendlich punktgleich. So viele Punkte verloren, was wir eigentlich in den zwei Matches gewonnen hatten. Du bist ja drei im Vorsprung. Nee, das lag einfach daran, dass ich einfach gestern ein Rangspiel gespielt habe. Auch mit den Briten. Die Briten auch. Oh Gott, oh Gott. Ja, keine Ahnung, wenn er von Wales oder von sonst wo kommt, also in so einem Brite. Von der Insel. Oh, guck mal, Mokaku. RLB, ja, Mokaku. Vom britischen Imperium. Auch ein Clan, ne? Ja, aber eine sind eher irgendwas mit P und das andere ist RES. Wie ich denn mal? Bada 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 bim bam bum bim bam bum. Ach, da haben die das eigentlich. Nee. Ich wäre ja dafür, dass wir zum Anfang alle offensiv umrennen. Man kann noch immer keine Waffen nehmen von den neuen Operator, ne? Das Rekrut. Bin ich eigentlich total kacke. Die musst du dir ja erst verdienen als Rekrut. Du kannst doch nicht alle Waffen von den anderen nehmen, oder? Doch. Achso. Deswegen. Naja, die Seals haben keine Rekruten. Die werden direkt so geboren. Also was ich sagen wollte, mein Arzt war heute echt begeistert. 4 Medikamente habe ich schon gekriegt. Ja, nice. Auch was Geiles dabei? Ne, Augentropfen, Ohrentropfen, Fußschleimlöser und Augentropfen, ne? Wenn du die richtig benutzt, die Augentropfen, ne? Boah, dann fliegen dir die Löffel weg, ich sag's dir. Ja, Bindehautentzündung. Dann habe ich noch ein schönes, dickes, roten Gehörgang dazu gekriegt heute früh. Ja. Echt sexy. Was machst du denn? Musst du schonen, Mann. Und dann machst du hier so eine Hochleistungssport. Ja. Seitdem die Kleine da ist, oder bei der Tagesmutter ist, jedes Mal ist mein Gesicht krank. Das Krasse ist, die rennt ja auch mit. Wir hatten ja mal beide gleichzeitig Fieber. Viva, öffnest du die Tür bei deinem Stromteil? Warum? Schmeißt du schnell die Kamera raus. Ja, hast du schon 10 Sekunden gespielt, du Held, ne? Achso, okay. Wir beide über 40 Grad Fieber, die ist durch die Bude gerannt, ich musste ins Krankenhaus. Boah, krass. Genau. Weil gerade Fieber läuft auch, ne? Ja, die sind schon oben, die Zettern. Läuft doch. Soll ich dir sagen, welche Wand? Ja. Viva? Sagst du das von dir aus oder von mir aus? Nee, von dir raus. Fenster hier bei mir. Aber Termite läuft bei mir auch anscheinend. Bis jetzt. Oh, ich hab noch 6 Leben. Da ist noch einer. Also bis jetzt ist es sauber bei dir, ne? Dieser. Vorsicht von hinten, Franzl. Ich wurde von... Yep. Rechts. Ah, ich kann dir sagen, wenn jemand reinspringt. Oh shit. Jetzt haben sie mich. Blackbeard. Den einen habe ich geholt. Voll, Franzl, du wurdest gedroht, nicht, dass er dich durch die Tür holt. Ich glaube, das war sogar Termite, den ich geholt habe. Ach, da ist ein Fenster, fuck! Ach, das Fenster, ah, oh, nee! Boah, kenne ich die Map gut. One friendly remaining. Op 4 is securing the biohazard container. Boah, wenn der letzte Operator noch nicht mal. Oh, Mann, ey, der kann ja nix, dieser. Wie. Plex. Relax. Klex Relax oder was? Ja, Klex Relax, Mann. Klecks ins Kleenex.
Ja, Schildrunde scheiße. Ja, ja, Schildrunde scheiße. Ah, ja, scheiße, ich? Stimmt, hätte ich vergessen. Schildrunde? Nein, Franz. Meinst du damit Fuse? Muss man die einfach nur Fuse lassen, damit du mit Schild spielst? Könnte sein. Jetzt mache ich keine Kills mit Schild. Ah, die sind übrigens hier unten. Ich hab's gefunden, nicht Stefan. Ich hab's gedacht. Da war noch Frost. Hör auf zu lügen. Wie, da steht doch mein Name. Da stand mein Name. Was für ein Scheiß, Ivan, ne? Deine Mutter stand da. Jesus mag keine Lügen. Ach, der ist schon wieder? Den haben wir doch schon mal getroffen, deine Mutter. Boah, ey! Was denn? Erik, du Wichser. Was denn? Okay, es war Viva, ist okay. Ich hab echt nichts gemacht. Guck dir den fucking Stream an, ey. Na, warum bist du der Erste, der denn so sagt, so? Was denn? Ja, was denn überhaupt? Wurdest du wieder angeschossen oder was? Ja, na klar! Ja, nee, ist klar. Das ist so geil, ne? Nee, nee, ist Kamera klar. Hier? Hab ihn. Bleib alle. Ja, ein Pferd gerade nachgelassen, der war das wohl. Da sind zwei Stück Mute und. Lass sie mit unseren Schilden erdrücken. Du Mute und Frost sind da drin. Nicht vorbei! Lass mich mal ran, Erik. Komm, Zeph hier, Zeph hier! Ich hab ne Granate, was spielen wir? Geisel? Ne, bereich sich an, ne? Gut. Geh mal weg, Erik. Oder Moment, warte, ne, lass mal. Oh, Scheiße. Einer will umlaufen, glaube ich. Ach, ich hab ja auch Granate. Ah, ne, ich hab Sprengladung. Okay, einer geht von oben runter. Nitro-Handy kommt. Nein! Ich hab mich für das Team geopfert, damit der kein Nitro-Handy mehr hat. Das war sehr aufmerksam. Einer würde ich ihm laufen. Nice. Boah, hat er gedacht. Warum kriegt der eine Typ das in deinem Video hin, Franzl, aber ich nicht? Was? Sofort auf deinem Header. Ach so, das mit dem Ziel. Huch. Oh! Hatte der keinen Laser? Ich hatte keinen Laser. Achso, ja, nee, gut. Ja. Gut, der hat der Laser da. Pass auf, ne, die könnte ich zweimal schlagen, dann. Machen wir eine schöne Shotgun-Runde? Oder eine Assi-Runde? Nee, einfach eine Assi-Runde, weil Shotgun hast du ein Problem, dass du keinen auf Distanz kriegst, falls du ihn nehmen musst. Ja, das stimmt. Machen wir eine schöne Assi-Runde. Assi-Offensiv-Runde rausrennen? Ja, also zumindestens überall raussprayen. Also, so wie ich immer spiele. So wie du immer spielst.
Assi-Passi. Also Assi-Runde, ne? Ja. Ah, Spiel ist hängen geblieben. Eingefroren. Bei mir auch nicht. Tschö, Franzl. Weg. Schnipp, schnapp. Schnapp, lieber ab. Schnipp, schnapp, der Lachs ist ab. We need to protect the biohazard container. Erstmal so tun, als ob wir verstärken würden. Ja, erstmal so tun, wenigstens. Au. Brauchst dein C4 noch? Danke. Mann, Mann, Mann. Ist nicht persönlich, Stefan. Na, ich glaube, dann passt sie gleich stumpf, fliegst der eh raus. Das dauert zu lange. Willst du mich töten? Nein. Na, ihre KD ist so beschissen, das Aim, ich verstehe nicht. Warte, aber lass Passi mal verbluten. Ich will echt wissen, ob ich rausfliege, wenn der verblutet. Zu spät. Ah. Ah, ich bin da mal weg. Ne? Adi. Na gut. Tschüss. Habt ihr gesehen? Komm von der östlichen Seite, Erik. Ach stimmt, du bist ja tot, Passi. Du musst das ja wissen. Komm von der östlichen Seite, na gut. Ja, mach ich zwar 3 Kills, ne, aber... Boah, dann verliert ihr das noch, ne? Dann mach ich so eine gute Vorarbeit. Also, ich hab meinen Soll erfüllt, aber... Andere schaffen es halt nicht, Blackbeard zu töten, ne? Ja, wir sehen uns, genau, auch weg, ne? Gut. War ja sehr erfolgreich. Ja, war gut heute. Einmal 4-0, haben wir echt 12-0 gewonnen. Schon, ja. Quasi. Das gut, siehst du ja gleich beim Hochladen. Howdy. Tschüss. Jo, ich bin dann auch weg, ne? Jo, howdy.